Gestern die Aktienmärkte mit Verlusten. War das nur ein kleiner Rückschlag innerhalb einer ansonsten intakten Jahresendrallye? So ein kurzes Ausschnaufen, bevor es dann gleich wieder weiter nach oben geht, weil letztendlich ja alle wollen, dass es weiter nach oben geht. Oder war das ein Rückschlag, der vielleicht der Beginn von etwas Größerem ist? Und wir wollen uns dafür die Wahrscheinlichkeiten mal anschauen, denn man kann an vielen Indikatoren, an Charts etc. etc. Statistik letztendlich zeigen, wie die Wahrscheinlichkeiten gelagert sind, welches Szenario wahrscheinlicher ist als das andere. An der Börse ist grundsätzlich alles möglich, auch das Unwahrscheinliche. Aber dennoch sollte man, und das ist ja die Aufgabe eigentlich von Tradern vor allem, aber auch von Investoren, die höhere Wahrscheinlichkeit suchen. Hier sehen wir mal, warum es gestern nach unten ging. Financial Conditions sind so lax, als hätte die Fed jetzt praktisch viermal 75 Basispunkte diese Zinsanhebungen, als wären die gar nicht erfolgt. Die Financial Conditions sind da, wo sie waren, bevor die Fed viermal diese Riesenschritte bei den Zinsen gemacht hat, und das hat offenkundig dazu geführt, dass man das Mouthpiece der Fed, Nick Timiraos, nach vorne geschickt hat und gesagt hat, schreib mal einen Artikel und sag mal, also das haben wir nicht begeistert, gell? Denn wir haben doch gesehen bei den Arbeitsmarktdaten, dass die Löhne sehr deutlich gestiegen sind. Also kommt der Timiraos um die Ecke und sagt, ja, diese Lohnpreisdynamik, die ist da, da muss die Fed aufpassen, da wird die Fed drauf reagieren und dementsprechend die Zinsen höher anheben bzw. länger oben halten. Und die Märkte, die haben sich gesagt, oh, das ist ja eine völlig neue Nachricht, das haben uns zwar 5000 Fed-Mitglieder vorher schon gesagt, da haben wir es nicht geglaubt, gell? Aber wenn der Niki, wenn der das sagt, dann der man das glauben. Also das ist letztendlich eigentlich ein Schuss natürlich in dieses super bullische Narrativ eines Pivots der Fed, die also dann schon jetzt eine Wende einleitet. Das eigentliche Risiko für die Märkte dürfte sein, zwischen dem Zeitpunkt, wo die Fed die Zinsen nicht mehr anhebt, also stoppt, zu dem Zeitpunkt oder die zeitliche Distanz zu dem Zeitpunkt, wo sie dann beginnt, die Zinsen zu senken, und da liegt vielleicht der Hase begraben. Dann haben wir noch Aussagen, und darauf hat die Wall Street auch sehr geachtet, von Mike Wilson, JP Morgan, der gesagt hat, ja, ich habe diese Rallye ausgerufen und er hatte wirklich hervorragendes Timing dieses Jahr, aber jetzt nehme ich Gewinne mit, bevor der Bär wieder kommt. Das hat einige offenkundig dazu bewogen, eben Ähnliches zu tun, und wir sehen der Dow 300 Punkte, so eine Headline etwa auf CNBC, on fears the Fed will keep tightening into a recession, also dass die Fed weiter die Geldpolitik strafen will, in eine Rezession hinein. Asiatischen Märkte haben verloren und im Grunde das nachgemacht, was eben die Wall Street vorgegeben hat. Wir haben heute eine Zinsanhebung der australischen Notenbank um 25 Basispunkte, also ein relativ kleiner Schritt. Aber insgesamt waren es eben gestern vor allem auch die Wirtschaftsdaten, neben dem Artikel von Nick Timiraos. Erstens hier der ISM Einkaufsmanager Index Dienstleistung und zweitens die Industrieaufträge, die eben sehr stark waren und die dadurch dieses Narrativ natürlich in Frage stellen, naja, die Lage ist so schlecht, dass die Fed gleich umsteuern wird. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten für die Märkte und umgekehrt. Und Mohamed El Erian bringt hier, glaube ich, etwas sehr, sehr Zentrales auf den Punkt. Die Inflationsdynamik hat sich verschoben. Hatten wir vorher Lieferengpässe, Materialmangel etc., sodass wir vor allem im Güterbereich inflationäre Tendenzen hatten, weil die Güter eben knapp und daher teurer waren. So sagte Mohamed El Erian, diese Inflation ist jetzt well embedded, ist gut eingebettet in das Wirtschaftssystem derzeit, also ist fest verankert derzeit im Wirtschaftssystem, weil sich eben die Inflationsdynamik verschoben hat von Gütern in den Dienstleistungs- und Löhnebereich. Und das ist etwas sehr, sehr Zentrales, und das ist das, was die Fed jetzt mit Sorge verfolgt. Wir haben zwar eine deutlich abnehmende Inflationsdynamik eben im Güterbereich, also Produkte, die man herstellt, aber im Servicebereich, im Dienstleistungsbereich, da ist die Sache ziemlich howdy, howdy, howdy. Deswegen haben wir gestern den Einkaufsmanager-Index Dienstleistung eben auch heißer erlebt. Auch Preise weit über 50, also Preise steigen weiter. Da ist also keine Indikation dafür, dass hier die Preise in diesem Sektor, nämlich im Dienstleistungssektor, im Servicesektor hier nach unten gehen würden, und das bedeutet, dass die Inflation mehr sticky ist, also dass die nicht so schnell vorübergehen wird, dass wir
immer so eine Art Schub bekommen, immer wieder nur aus anderen Rohren wird geschossen gewissermaßen. Erst aus dem Rohr der Güter, weil eben Materialmangel, Lieferengpässe, jetzt kommen diese Schüsse aus anderen Richtungen. Und wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, dann sehen wir diese Euphorie über praktisch diese Hoffnung, Fed Pivot, die Aussagen von Powell am Mittwoch, die nicht wirklich dovish waren, aber dovish gesehen wurden. Der S&P 500 an diese seit Jahresbeginn bestehende Abwärtstrendlinie gelaufen, ein bisschen drüber geguckt, Fake Break, könnte man sagen, und dann Bums nach unten. Und achten Sie mal, hier sehen wir jetzt, dass wir an dieser Aufwärtstrendlinie schon sind, und wenn die bricht, könnte es auch unschön werden, denn da dürften dann auch Stops liegen. David Rosenberg sagt hier, ja, wir haben jetzt sechs solcher Bärenmarkt-Rallys gesehen, sechsmal zum 200-Tages-Durchschnitt, den wir kurzfristig überwunden hatten beim S&P 500. Dann gave it a kiss and rolled right over, also mal kurz küssen und dann zack, runter. So war die Situation. Hier sehen wir das oben nochmal in einem Chart von Northman Trader, dieses Anlaufen an diese neuralgische Marke. Aber gestern dann untere Grafik sehen wir die Terminal Fed Rate Expectations, also die Erwartung der Märkte, wo der Gipfel, der Hochpunkt der Zinsen ist, der hat sich wieder nach oben verschoben, und that is not good for the markets, that brings markets down. Das ist das, was man nicht so gerne hat. Und jetzt nochmal in Sachen Charttechnik, wenn wir Charttechnik als wirklich größeres Phänomen verstehen, und da gehören eben solche Indikatoren dazu, zum Beispiel die Aktien, die in einem Index über ihrem 20 oder über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Warum ermittelt man das? Weil man sehen kann zum Beispiel, wie überkauft oder überverkauft ist die Lage. Und hier sehen wir mal etwa Nasdaq 100. Aktien, die über ihrem 20-Tages-Durchschnitt handeln, Extrembereiche, also fast alle, extrem viele, über ihrem 50-Tages-Durchschnitt im Nasdaq 100, extrem viele. Jedes Mal an diesen Punkten ist die Wahrscheinlichkeit höher als geringer, dass da irgendwas kommt nach unten wieder, weil einfach die Märkte zu heiß gelaufen sind. Und andersrum, wenn wir unten Überverkauftheitssymptomatiken haben, dann ist es eine Frage der Zeit, bis da wieder mal eine technische Reaktion kommt. Und das ist das, was wir gesehen haben. Gestern beim Nasdaq sehen wir jetzt, wie diese Punkte wieder erreicht werden, diese Überkauftheitspunkte. Und jedes Mal, das sehen Sie in diesen roten Kreisen, in diesen Charts von Ron Walker, kam dann auch die Wende. Das dauert manchmal ein bisschen länger. Manchmal schreien die Indikatoren schon, boah, raus, 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 wenn man long ist. Und es dauert dann noch einige Tage, bis das passiert. Und dann aus eigentlich nichtigem Anlass, denn das, was Nick Timiraos mit seinem Artikel ausgelöst hat, ist ja eigentlich nichts Neues, ist einfach nur von den Märkten verdrängt worden. Also wenn man hier viele Dinge, wenn man eins und eins zusammenzählt, dann ist das keine Metaphysik, sondern Statistik, könnte man sagen, Wahrscheinlichkeiten, könnte man sagen. Hier sehen wir mal den S&P 500 mit diesen Rallyes, die alle an der Trendkanalbegrenzung, an dieser Abwärtstrendlinie gescheitert sind. Ja, neue Hochs kommen bei der ersten, dann wow. Es ist nie einfach, aber jetzt ist das Schlimmste überstanden. Nie shorten, jetzt hier bei der letzten Rallye. Es ist so offensichtlich, das ist die Santa Claus Rallye. Wir werden den Abwärtstrendkanal brechen, und dann plötzlich doch nicht. Und jetzt sind sehr, sehr viele in dieser Long-Richtung positioniert. Der Weg des größten Schmerzes wäre jetzt nach unten. Hier sehen wir den WIX. Gestern mit dem größten Tagesgewinn seit dem 26. September. Nur 5 der letzten 37 Handelstage waren positiv für den WIX. Da sehen wir schon, was da passiert ist. Der ist jetzt unter seine Trendkanalbegrenzung gefallen, nämlich der WIX, dann aber wieder drüber gekommen. Also hat es sozusagen sich da wieder reingeschlichen. Wir sehen, dass jetzt trotz dieser Rallye Gelder abgezogen werden, etwa was ETFs betrifft, aus Aktien. Also da ist es sozusagen jetzt nicht wirklich großartige Power dahinter, dass Gelder zufließen, dass da diese Rallye unterstützt wird. Und hier sehen wir das Muster beim WIX, das sich schon so oft geändert hat. Wir haben so eine fallende Wedge. Und dann einen dynamischen Ausbruch, das gab es mehrfach in diesem Jahr, diese Struktur sieht ähnlich aus, daher aus meiner Sicht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Fortsetzung nach unten erleben, als dass wir jetzt nur eine Pause innerhalb dieser Jahresendrally gesehen haben. Dafür spricht auch der Bullish Percentage Index. Negative Divergenz unten im RSI,
Es sind so viele, wenn sich Junk Bonds anschauen, McLaren Oscillator, da könnte man so viele Dinge wie diese Aktien über ihrem 20- oder 50-Tages-Durchschnitt, wenn Sie das mal alles zusammenzählen, dann bekommen Sie einfach ein besseres Bild, und das ist dann nicht nur Bauchgefühl eben, ja, es geht rauf oder es geht runter, wenn man sich eben an den Märkten engagiert. Wir haben den Dollar gestern gesehen, auf der Unterstützungsmarke gehalten. Hier sehen wir auch die Renditen. 10-Jährige knapp unter 3,5%, dann nach oben gedreht. Also die Märkte, hatte ich gestern schon gesagt, waren an neuralgischen Punkten. Dann kommt diese Drehung, und wenn wir uns den Dollar mal anschauen, dann sieht das aus wie eine bullische Wedge. Sieht das hier oben im RSI, sehen wir eine positive Divergenz, sieht also nach weiteren Kursgewinnen aus. Der Dollar hat ja die Hälfte seiner Zugewinne, die er gemacht hat seit dem monetären Klimawandel durch die Fed, wieder verloren. Da ist also viel nach unten gegangen. Jetzt könnte da wieder eine Gegenreaktion erfolgen. Und wie gesagt, das Grundproblem könnte sein, dass die Märkte einfach zu schnell davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen wieder senken wird. Wenn jetzt die Wirtschaft nicht so absaufen sollte, wir wissen das nicht, niemand hat eine Glaskugel, aber dass es halt schon nach unten geht, aber jetzt nicht dramatisch nach unten geht mit der Wirtschaft, dann würde die Fed wahrscheinlich die Zinsen länger oben halten. Und das ist das, was bei den Märkten überhaupt nicht auf dem Zeiger ist, nicht eingebaut. Preist ist. Hier sehen wir mal neuer Rekord bei den invertierten Zinskurven, die 2- und die 10-Jährige jetzt minus 81 Basispunkte, also minus 0,8% rentiert die 0,81% rentiert die 2-jährige US-Staatsanleihe mehr als die 10-jährige US-Staatsanleihe. Völlig ungewöhnlich eigentlich. Normalerweise rentieren länger laufende Staatsanleihen höher, weil natürlich das Risiko für den Gläubiger größer ist über einen längeren Zeitraum, dass da irgendetwas schief geht. Und hier unten sehen wir mal die 10-jährige Yield, also die Anleiherendite. Sie wissen, ich hatte zum Einstieg bei Anleihen geblasen, mich da aus dem Fenster gelehnt, aber das ist aufgegangen. Jetzt bin ich erstmal raus aus der Nummer, weil wir eben diesen relevanten Unterstützungspunkt bei der Rendite bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe etwa bei 3,5% erreicht haben. Hier sehen wir auch eine latent bullische Wedge, also da dürfte eine Gegenbewegung nach oben kommen. Zumindest ist die wahrscheinlicher. Wir sehen hier mal den Zusammenhang zwischen Inflations-CPI, also den Verbraucherpreisen in den USA, und der Geldmenge M2. Wenn Sie da Ähnlichkeiten erkennen, meine Damen und Herren, dann sind die rein zufällig. Ja? Zeigen Sie das einmal der Frau Herrmann, die gesagt hat, was hat denn die Geldmenge mit der Inflation zu tun? Ja, nix, gell? Und der Thelen saß da und hat nicht recht antworten können. Da muss der Thelen nämlich einmal anrufen und sage ich, du Franke, nimmst du mal den Chart und dann zeigst du den der Frau Herrmann, gell? Das ist diese Frau, die sagt, wir müssen zurück ins Jahr 1978, wir müssen schrumpfen, gell, wegen, warum eigentlich, gell, aber schwamm drüber. Jedenfalls sehen wir, dass natürlich jetzt diese Geldmengensituation sich deutlich abgeschwächt hat, also von der Seite zumindest disinflationäre Effekte wirken dürften. Gleichwohl sind eben die Kosten für die Unternehmen gestiegen. Wir haben am Freitag die US-Erzeugerpreise, jetzt hat Pepsi gesagt, man wird mehrere hundert Menschen entlassen, aufgrund der ebenso stark gestiegenen Kosten. Und wir haben gesehen, dass die Entlassungen im Tech-Bereich angefangen haben. Da sind immer die Early Birds, also da passiert das am frühesten, und dann kommen eben die anderen, wie jetzt Pepsi, also die Standardindustrie, könnte man sagen. Hier sehen wir mal die Aktie von Tesla. Ja, ein Dickfisch, was die Marktkapitalisierung betrifft. Ich will das mal beispielhaft zeigen, weil Sie sich auch Charts von Microsoft, Apple und so weiter anschauen können, Google, wie sie alle heißen. Hier sehen wir mal eine Tesla, die charttechnisch aus meiner Sicht nicht gut aussieht. Wir haben hier die 200er Marke nochmal angelaufen, nicht geschafft. Wir haben immer wieder Widerstände, die nicht gebrochen werden, innerhalb eines intakten Abwärtstrendkanals. Und das gilt für relativ viele dieser großen US-Tech-Aktien. Und ohne die dürfte es nicht wirklich funktionieren. Krypto ist auch ein Thema. Tesla konnte nur deswegen so hoch steigen, ins Absurde geradezu steigen, was die Bewertung betrifft, weil eben die ultralaxe Geldpolitik so viel Liquidität ins System gespült hat. Jetzt schrumpft die Geldmenge M2 und jetzt schrumpft auch der Aktienkurs von Tesla, so ein Wunder. Und es schrumpfen auch die Kryptos. Allerdings sagt jetzt einer meiner aller besten Freunde, Jim Cramer, also geht jetzt raus, verkauft eure Kryptos, das ist ja schon wieder kontraindikatorisch, meine Damen und Herren. Jedenfalls hat Alameda unter Caroline Ellison, das ist diese Mathematik-Nerd,
mit der Brille, junge Frau, keine Ahnung von nix, aber viele Milliarden Dollar verwalten. Die hat alleine im Mai 2022 1,3 Milliarden Dollar verloren. Das muss man erst einmal schaffen, wenn wir zum politischen Geschehen kommen, geopolitischen. Haben wir eine Explosion in Kursk ausgelöst, offenkundig durch eine ukrainische Drohne. Und das scheint jetzt sozusagen ein neues Muster zu sein, dass zwar die Ukrainer nicht wirklich mit Raketen nach Russland schießen, die Amerikaner haben offenkundig ihre Systeme so gestaltet, dass man eben, dass die Reichweite begrenzt ist mit diesen wirklich starken Waffen, aber Drohnen haben sie jede Menge und die haben einen ziemlich starken Radius, sodass eben jetzt die Strategie ist, offenkundig neuralgische Punkte wie Munitionsdepots etc. hier anzugreifen. Von Frieden also ist derzeit da noch sehr, sehr wenig zu sehen. Kommen wir nach Europa. Da hat Lane, der Chefökonom, gesagt, ja, also der Inflationsgipfel könnte in Reichweite sein. Die Inflation dürfte nächstes Jahr runtergehen auf 6,6 oder 7%. Das ist natürlich eine hervorragende Perspektive, meine Damen und Herren. Jene EZB, jener Lane, der diese Inflation nicht hat kommen sehen. Jetzt überlegen die USA und China, Zölle einzuführen für Stahl und Aluminium aus China. Die Industrien hier haben riesige Probleme. Stahl wie auch Aluminium, Produktion stillgelegt, aber das liegt vorwiegend eben an den Stromkosten. Und apropos Stromkosten, wir sehen hier Northvolt, der schwedische Batteriehersteller, der wollte ja hier eigentlich eine Batteriefabrik in Schleswig-Holstein bauen bei Heide. Das ist wohl erstmal auf Eis gelegt, schlichtweg, weil eben die Kosten zu hoch sind und auf der anderen Seite Stromkosten zu hoch sind, Energiekosten zu hoch sind hierzulande und auf der anderen Seite die Amerikaner eine protektionistische Politik betreiben mit Subventionen eben gerade für solche Technologien wie Batterieherstellung. Das ist ja auch eine Wunschtechnologie sozusagen für Deutschland. Aber was hilft's, wenn eben die Industrie hier keine Perspektive sieht? Und das ist aus meiner Sicht nachvollziehbar und wird von den Leuten schlichtweg nach wie vor zu wenig verstanden. Immer wieder in Gesprächen mit Menschen erlebe ich, dass die Dimension offenkundig nicht klar ist. Aber insgesamt geht es darum, dass wir früher die Situation haben, dass die Leute auf die Straße gegangen sind für freie Liebe, freie Entscheidungen, freies Leben, Freiheit war das Thema. Jetzt geht es vorwiegend um Einschränkungen, Verbote, Verzicht. Das zeigt, wie freudlos, wie wenig lebensbejahend eigentlich vor allem diese junge Generation ist. Die letzte Generation, gell, dann geht die Welt unter. Das ist ja klar, dass die dann keine Kinder mehr in die Welt setzen wollen, wie ich aus Gesprächen mit jungen Leuten jetzt am Wochenende wieder erfahren durfte. Mann. Aber sei es drum. Ja. Und da ist natürlich ein hervorragender Repräsentant, ist der Marcello Fracciarino, der jetzt gesagt hat, der Ölpreis ist in den vergangenen Monaten gesunken, trotz der Androhung dieses Ölpreisdeckels. Somit dürfte der Preisdeckel für russisches Öl sich als erfolgreiches Instrument erweisen, globale Preise zu stabilisieren. Ich glaube, dass dieser Preisdeckel für russisches Öl eben praktisch gar keine oder eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Viel wichtiger ist das, was zum Beispiel jetzt in Asien passiert. Da senkt Saudi-Arabien die Preise für Öl aufgrund mangelnder Nachfrage. Das sind die Punkte, warum der Ölpreis nicht weiter explodiert. Aber unser Superökonom Marcello Fracciarino ist natürlich da immer gleich mit einer anderen Erklärung dabei, die, sagen wir mal, ein bisschen verquast ist, aber Marcello ist Marcello, okay? Auf den lasse ich natürlich nichts kommen. Wie schaut es wirklich aus mit dem Öl? Was genau ist diese Preisgrenze von 60 Dollar? Wie das funktioniert? Das ist hochinteressant. Erste Artikelempfehlung, wenn Sie da mal genau wissen wollen, was ist da eigentlich? Was ist das? Was bedeutet das? Welche Konsequenzen hat das? Diesen Artikel lesen und dann nochmal der Hinweis auf Mike Wilson, den besten Prognostiker der Wall Street, und sagt Sell, nicht Buy. Hat er recht, wir werden sehen. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste. Servus, ciao.